Wissen Sie, da gibt es ganz viele. Zum Beispiel habe ich mich eine Weile mal beschäftigt mit Worten, die in Einzahl etwas völlig anderes bedeuten als in Mehrzahl. Beispiel? Ja, kann ich Ihnen sagen. Da saß ich auf dem heißen Stuhl, hatte Komitees für Gerechtigkeit für den Osten vorgeschlagen und vier sollten mich beschimpfen, was sie auch machten. Und der Moderator sollte moderieren, der entschied sich dann auch, mich zu beschimpfen. Das war bei RTL. Verlierst du auch 6 Wochen deines Lebens durch die Adrenalinschlüsse, also immer hin und her. Und da war dabei ein Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium, Mitglied der CSU. Normalerweise geht es mir wie Ihnen, dass mir hinterher einfällt, was ich hätte Geniales sagen können, aber nicht in der Sekunde. Aber der sagte immer, Herr Gysi, wirklich, was Sie hier reden, Sie haben ja keine Ahnung, Sie haben wirklich keine Ahnung. Da hat gesagt, Herr Staatssekretär, das stimmt schon, Sie haben mehr Ahnungen, aber hier geht's ja um Kenntnisse. Und das ist so selten, dass in Einzahl Ahnung oder im Singular was völlig anders bedeutet als Ahnungen. Da war ich ein bisschen stolz, dass mir das eingefallen ist, ehrlich gesagt. Gerade sonst, der war auch 2 Minuten ausgenockt, aber dann kam er wieder. Weil Sie sonst ja gar nicht schlagfertig sind, war das die Ausnahme. Ja, ist klar.